Wir haben das heute so geplant, diese ja, kommende Stunde in dieser Live-Diskussion in zwei Gesprächsrunden mit zwei verschiedenen Themenfeldern. Wir werden einmal ja auf den Vortrag von Herrn Dr. Breit aufbauen. Herrn Breit hier auch mit als Mitdiskutanten, als Experten natürlich noch dabei haben. Das ist ein sehr beeindruckender Vortrag über das Thema Nachhaltigkeit und vor allem über das Thema duale Transformation, das heißt, wie wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen bekommen wollen. Und da wollen wir mit Ihnen gemeinsam auch gucken, ob das jetzt auch wirklich so auch die Richtung ist, die wir einschlagen, die richtige. Wir glauben das und hoffen natürlich, dass die Diskussion das heute bestätigt. Und zudem darf ich den Herrn Dr. Holger Berg begrüßen in der Diskussionsrunde zu dem Thema duale Transformation. Er ist Vice Director Circular Economy und auch so Co-Head für das Thema Digital Transformation am Wuppertal-Institut und einer der führenden Experten in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, so darf ich ihn schon hier einführen und auch schon in Itzehoe mit aktiv in den Projekten und in der Diskussion. Von daher freue ich mich, dass Sie heute auch Zeit gefunden haben. Was Hallo, heißt das? Wir super. wollen das interaktiv machen. Ja, herzlich willkommen. Wir wollen das interaktiv machen. Was heißt das? Sie haben die Möglichkeit, zum einen hier in dem Chat einfach Fragen jederzeit reinzustellen. Ich versuche, diese mit aufzugreifen. Bitte stellen Sie sie einfach rein. Wenn Sie technische Probleme haben, stellen Sie da auch das im Chat rein. Dann wird das Team das auch versuchen, mit reinzubekommen. Und zudem haben wir ein, zwei, vielleicht drei, das gucken wir mal. Ich denke aber zwei kleine Umfragen vorbereitet, bei denen wir Sie einfach dazu animieren, diese Fragen auch mit zu beantworten. Sie haben dort einfach Auswahlmöglichkeiten und dann wollen wir das auch mit reinbringen. Aber ganz wichtig, Sie auch die Motivation, stellen Sie uns Fragen. Ich habe natürlich Fragen an die Experten hier vorbereitet, aber noch schöner ist es natürlich, wenn Sie Fragen mit reinbringen und auch Ihre Sicht auf die Themen hier mit reinbekommen, weil wir sehen ja gerade beim Thema duale Transformation, dass wir da ja wirklich jetzt nach vorne gucken müssen, wie wir da die PS auch auf die Straße bringen. Gut. Das so zur Einleitung, dann würde ich sagen, wir gehen auch tatsächlich einmal rüber. Ich würde auch gerne starten, dass wir, bevor ich die erste Frage vielleicht zum Aufwärmen nochmal an Herrn Breit, würde ich die erste Frage gleich stellen, aufbauen auf den Vortrag, dass wir einmal eine kurze Umfrage tatsächlich starten und einmal das bestätigen lassen wollen, was wir glauben und was Herr Breit hier gesagt hat, was die neue Headline vielleicht auch für Itzehoe wird. Und Hendrik, ich würde dich einfach bitten, die Umfrage kurz zu starten. Ich nenne die Frage auch schon mal. Sie wird gleich hier aufgeploppt sein als Dialogfenster. Wenn Sie die jetzt wegklicken, aus Versehen, werden Sie die auch gleich im Chat nochmal finden. Das heißt, Sie können sie gleich auch nochmal bearbeiten. Ist aber auch ganz einfach zum Einstieg. Stimmen Sie dem zu, dass die Nachhaltigkeitstransformation für die Unternehmen OWL die nächste größere Herausforderung ist? Ganz einfache Frage. Einfach mit Ja oder Nein beantworten. Und werden Sie an dieser Frage tüfteln, können wir, glaube ich, schon weitermachen. Und Herr Breit, jetzt komme ich tatsächlich einmal aufbauend auf den Vortrag. Ich finde, Sie haben da wirklich einen sehr, sehr schönen Vortrag, das nochmal zusammengefasst, das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, warum es Miele bewegt, aber vor allem, warum es auch als Cluster bewegen muss. Und vielleicht können Sie nochmal sagen, welche Herausforderungen sehen Sie jetzt für uns als Cluster, aber auch für die Unternehmen und die Partner im Cluster in diesem Kontext Nachhaltigkeitstransformation? Ja, vielen Dank für die Frage. Also nochmal an die Gesamtrunde einen guten Tag, auch jetzt live. Bevor ich die Frage beantworte, mache ich mal kurz die scherzhafte Anmerkung. Ich habe zumindest darauf geachtet, denselben Anzug anzuziehen, damit das so aussieht, als würden wir die ganze Zeit live agieren. Wie ich vorhin gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass die Unternehmen tatsächlich so etwas wie einer dualen Transformation gerade begegnen, also wirklich dual im Sinne von, dass sie zum einen jetzt gleichzeitig da ist. Also das Thema Digitalisierung ist ja bei weitem nicht abgeschlossen. Wir sind gerade dabei, in allen Facetten zu überlegen, was das, was wir angearbeitet haben, eben jetzt bedeutet. Viele Unternehmen sind in der Execution davon und man könnte sich damit die ganze Zeit beschäftigen. Und jetzt kommt einmal aus einer also einer intrinsischen Motivation, aber eben auch durch eine Vielzahl von extrinsischen Motivationen, Nachhaltigkeit dazu in der Gleichzeitigkeit. Und die Frage ist tatsächlich auch, gibt es einen inhaltlichen Zusammenhang? Das finde ich spannend, finde ich für Unternehmensleitungen herausfordernd. Und ich glaube, also so geht uns das zumindest. Ich denke, dass es sehr vielen so geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass so dieses Gefühl, was heißt das eigentlich für uns und was sind die Inhalte und wie nähert man sich dem an? Wir bei Digitalisierung schon eine Idee haben, ne? Da wissen wir, was die Themen sind. Hat einen anderen Reifegrad. Bei Nachhaltigkeit ist jeder an unterschiedlicher Stelle mit unterschiedlichen
Kenntnissen, aber ich glaube, uns eint alle, dass da ganz, ganz große Felder sind, die wir noch gar nicht strukturell beschreiben können, wo wir noch gar nicht wissen, wo das Baselining überhaupt ist und was man als nächstes macht. Ich glaube, das trägt uns alle um und deswegen war eben eine Idee zu sagen, wenn das schon alle bewegt, warum nicht als OWL damit beschäftigen? Absolut. Und ich, wenn ich mal so auf die Umfrage so mal kurz spicken darf, dann kann ich auch bestätigen, dass Ihnen das offensichtlich schon sehr gut gelungen ist, hier die neue Headline für It's OWL zu setzen. Zumindest aus der Umfrage, die wir hier haben, ist doch ein signifikanter Anteil von 95% gesagt haben, tatsächlich, das ist das Thema, was jetzt auch vor uns steht und auch, glaube ich, wichtig ist, mit den Kernthemen Digitalisierung und intelligente technische Systeme zusammenzuführen. Ja, sehr schön. Wir haben zwischenzeitlich auch schon eine erste Frage, auf die würde ich kurz gerne eingehen, weil es so eine vielleicht eine generelle Frage auch in die Geschäftsführung geht, in die weitere Erweiterung des Clusters, weitere Kompetenzen. Das sehen wir ganz klar. Ich glaube, Herr Breit, Sie stimmen mir dazu, gerade im Kontext auch Nachhaltigkeit. Deswegen haben wir auch das Wuppertal-Institut heute mal mit dem Herrn Berg mit dabei. Aber hier geht es auch sehr stark um das Thema Fachkräfteausbildungsstätten als Praxispartner. Das ist ein Thema, was uns schon über Jahre bewegt. Und da kann ich nur sagen, auf alle Fälle, das ist ein Thema, was noch wichtiger wird. Und ich hatte heute früh erst eine Session mit der HR-Chefin, Vorständin von Continental, wo einfach das Thema HR und auch bei diesen Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, also das wird uns alle noch bewegen, weil wir die Leute auch noch dazu brauchen, das Ganze zu machen. Das ist ja ganz wesentlich und wir müssen die Leute auch, die wir schon haben, auch in diese Richtung entwickeln. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, da kann ich einfach nur bejahen. Die Frage kommt von Herrn Novacin, also von daher vielen Dank für die Anmerkung. Herr Berg, bevor ich zu Ihnen gleich komme, würde ich eine zweite Umfrage tatsächlich starten. Hendrik, die kannst du gerne einmal live schalten. Ich sage es ja auch schon mal und wir wollen Sie einfach mal abfragen, welche digitalen Lösungen ja, können einen wesentlichen Beitrag aus Ihrer Sicht im Zuge der Nachhaltigkeitstransformation ja, einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie haben da gleich verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Sie können auch mehrere anklicken, Sie können auch weitere klicken und dann vielleicht im Chat einfach reinschreiben, was Sie noch sehen. Wir haben natürlich jetzt nur so eine begrenzte Anzahl an Themen, die wir schon mal so identifiziert haben, mit aufgenommen. Und während Sie das vielleicht ausfüllen wollen, würde ich tatsächlich unseren Experten, den Herrn Dr. Berg, einfach mal fragen nach guten Beispielen für digitale Lösungen für die duale Transformation. Also Sie haben ja vielleicht schon was im Petto, was uns, glaube ich, alle sehr interessiert. Ja, ich glaube, ganz spannend ist es, einmal zu gucken, was entwickelt sich allgemein und wir schauen immer so auf zwei Seiten. Das eine ist so der Bereich Energie. Da sind digitale Lösungen einfach unglaublich wichtig, wenn es jetzt darum geht, die Umstellung auf die Erneuerbaren möglich zu machen. Wir haben eine andere Art von Energieerzeugung. Wir müssen die Netze anders steuern. Wir müssen die Energieerzeugung in ihrem Zusammenwirken anders steuern. Da spielen gerade die Modelle dafür und die Instrumente dafür eine Riesenrolle. Den anderen Bereich, den hat Herr Dr. Breit vorhin angesprochen in seinem Vortrag, wenn es um Kreislaufwirtschaft und Ressourcen geht. Und das ist aktuell noch ein viel breiteres Thema, das ist aktuell auch noch ein viel schwierigeres Thema, weil wir weniger Lösungen haben, wo aber ganz, ganz viel aus der Digitalisierung herauskommt. Und ein Riesenthema im Moment ist tatsächlich die Anbindung an die Industrie 4.0, an den digitalen Zwilling und das Ganze über den digitalen Produktpass. Also wie kann es gelingen, durch Daten, durch die Weitergabe von Daten mehr Transparenz zu schaffen, mehr Information zu schaffen, was ist in einem Produkt drin, wie kann man es die Lebensdauer verlängern, wie kann man es länger im Kreis führen. Und das ist sozusagen aktuell eine der ganz, ganz großen Schwierigkeiten in der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft, eben der Mangel an Daten und Informationen. Und dann gibt es einfach ganz, ganz konkrete Anwendungen, die eine Rolle spielen. Da gibt es beispielsweise in der Start-up-Szene Unternehmen, die sich genau über diese Frage von Datenerhebung, Datenweitergabe Gedanken machen. Da gibt es tolle Modelle, sowohl aus Deutschland auch aus den Niederlanden. Es gibt Handelsplattformen für Rezyklate, wo Sie direkt sehen können, welche Rezyklatqualität kann ich hier erwarten, welche Mengen kann ich erwarten. Es geht auch darum, zuverlässige Märkte für Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Es geht ja nicht darum, einmal ein Kunststoffrezyklat zu haben, sondern ich möchte ja eine dauerhafte Versorgungsqualität haben, wenn ich mich denn schon darauf einlasse, auf so etwas zu wechseln. Und dann gibt es Anwendungen, ganz konkret beispielsweise in der Abfallwirtschaft, wo es dann auch darum geht, wie kann ich eigentlich das, was ich in der Kreislaufwirtschaft mache, dokumentieren, auditieren, besser verstehen, optimieren. Das Ganze natürlich immer auch ein bisschen einfach daran angehängt, was wir an anderen Entwicklungen auch in der Digitalisierung noch sehen. Der Strauß ist also kurz gefasst riesengroß und muss aber auch eben auch ein riesengroßes Feld bedienen können.
Ja, absolut. Das gibt auch so die Umfrage, wenn ich so mal drauf spicke, auch wieder. Also wir haben jetzt nicht das eine Thema, was so ganz heraussticht, sondern tatsächlich eine große Bandbreite plus auch einige Meldungen schon bei weitere. Da vielleicht, Herr Berg, eine Frage, die ich gleich anschließen kann von dem Herrn Amon. Ich grüße Sie erstmal, Herr Amon, und auch schon lange nicht mehr gesehen. Er hat hier tatsächlich konkret gefragt, wie zum Beispiel das Thema REACH oder Material Compliance im Generellen dort eingebunden werden könnte. Herr Berg, vielleicht haben Sie da schon mal eine Sicht, und Herr Breit sicherlich, wenn Sie dazu was sagen wollen, dann gerne auch. Ja, also wie gesagt, da ist eine Entwicklung, die wir aktuell sehen, die Einführung des digitalen Produktpasses, aktuell vorgesehen, insbesondere und getrieben durch die EU-Kommission, aber auch jetzt im neuen Koalitionsvertrag drin und auch einiges an Unternehmensinitiativen, die dazu führen, wo es eben um genau die Frage geht, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich nicht 3, 4, 5 Datenbanken habe, die ich bedienen muss, Skip, Reach, PEF. Bei Herrn Breit ist es wahrscheinlich auch noch EPREL, die viel Aufwand verursacht. Eine Variante genau davon, einen digitalen Zwilling, ein Produktpasssystem, das auch Daten für Kreislaufwirtschaft, für Nachhaltigkeit mitführt und das eben an einer Stelle und nicht an 5, 6 verschiedenen. Ja, super. Ich weiß nicht, Herr Breit, wollen Sie dazu was noch ergänzen aus Ihrer Sicht? Ja, ich wollte gerade 2 Kommentare machen. Also einmal, ich habe jetzt gesehen, wie sich die Balken da gefüllt haben mit den einzelnen Überschriften, die wir da reingeschrieben haben. Also ich würde Ihrer Interpretation folgen, Herr Dumitrescu, dass sagen wir mal, die Antworten zeigen, dass das wie so ein Schrotflintenschuss jetzt gerade noch ist, im Sinne von, ja, das sind ganz viele Themen. Ich glaube, jeder von uns hat unterschiedliche Vorstellungen davon, was da möglicherweise hinter ist. Und das finde ich genau spannend, weil aus meiner Sicht jetzt OWL einen Beitrag dazu leisten kann, zu sagen, so, was ist denn jetzt was, wo sind die Anwendungsbeispiele, wofür braucht man das eigentlich und welchen Nutzen hat das? Also ich hätte eher ein Problem damit gehabt, wenn jetzt ein Balken rausgeragt hätte und alle anderen hätten gesagt, alles andere ist nicht relevant, also eher eigentlich ein gutes Ergebnis. Zweiter Kommentar bezogen auf REACH und auch das Thema Materialcompliance, glaube ich, ist eine unglaublich wichtige Frage, weil wir mal so ganz locker darüber sprechen, dass wir auch unsere eigenen Produkte dann in einen Materialkreislauf zurückführen. Herr Berg hat das ja, strukturiert das ja dankenswerterweise immer ganz gut in der Frage, in welchen Kreisläufen denkt man denn da eigentlich, wie klein und wie groß sind die? Und ein großer Blocker ist sicherlich die Frage, wenn ich irgendwas zurücknehme, was 20 Jahre alt ist und weiterverwende, dann sind da eben auch 2 Jahrzehnte Stoffverbote dazwischen. Und die Frage, wie gehe ich denn damit um? Ne? Eine ganz gute Diskussion gehabt mit Professor Messner hier vom Bundesumweltamt bei einer anderen Podiumsdiskussion. Der hat das an dem Beispiel Zirkularität in der Bauwirtschaft gemacht. Und ich habe dann den Beitrag geleistet und gesagt, industriell stellt sich die gleiche Frage. Und das ist etwas, was man einfach systematisch, glaube ich, mal lösen oder angehen muss, damit auch Unternehmen eine Orientierung kriegen, welchen Weg man eigentlich gehen kann überhaupt. Ja, absolut. Ich gucke mal so ein bisschen auch auf den Chat und schaue, was da noch für Anmerkungen und Punkte reinkommen. Volker Lowek, hallo Volker, hat auch einen Punkt reingebracht, KI und Datensparsamkeit. Sicherlich ein interessantes Thema, was hier mit reinkommt. Im Vortrag von Herrn Breit haben wir das Thema ja digitale Zwillinge auch gehört. Und ich sage das auch mal, wir wissen zum Teil zu wenig über unsere Produkte, die wir draußen haben. Und da müssen wir sicherlich auch mit Hilfe von KI und mit wenig Daten, also war ich auch bei dieser Baustelle eigentlich schon angekommen, dass ich mit rein. Matthias Hunsteck hat die Fehler in unserer Umfrage schon festgestellt, dass wir da sehr breit sind. Vielen Dank, Matthias, dafür. Eberhard Niggemann, auch du seist gegrüßt, Eberhard, stellt die Frage, ob eine intensive Zusammenarbeit, ein Austausch mit vorhandenen Initiativen, Circonomy, Energieeffizienzagentur, weiteren Verbänden geplant ist. Also das kann man, glaube ich, alles bejahen. Das ist ja natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind ja momentan an einem Thema, ich nehme das mal so vorweg, dass wir das Ganze ja aufbauen und aufgreifen. Und das geht nur durch Partnerschaften. Also Herr Breit, wir haben das ja auch schon diskutiert. Nur durch Partnerschaften können wir so ein Thema eigentlich angehen. Und da soll jetzt nichts, wir wollen nicht irgendwelche Dinge neu erfinden, sondern wir wollen vor allem zeigen, dass wir das als Region oder in dieser Region vor allem auch modellhaft wirklich hier so umgesetzt bekommen. Also von daher sind wir da immer dankbar. Und wir sind selber auch am Scannen, wo sind die Partner, die wir auch zukünftig für diese Themen brauchen. Das ist ganz, 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 ganz wesentlich. Ja, dann vielleicht der nächste Punkt von Matthias Kahl. Herr Kahl hat das Thema reingebracht, das nächste dicke Brett ist die Taxonomie. Ging ja durch die Presse durch. Herr Berg, vielleicht wollen Sie einmal so kurz dazu Stellung nehmen. Ist das nächste dicke Brett für die Unternehmen? Es ist auf jeden Fall ein dickes Brett, ohne da jetzt absoluter Experte zu sein. Aber was wir ganz klar wahrnehmen, auch im Dialog mit Unternehmen, ist, dass es natürlich
großer Treiber ist. Plötzlich wird das Ganze relevant für die Finanzierung, für Investitionsmaßnahmen. Ich muss eben nicht nur Rechenschaft geben über meine finanziellen Daten, sondern ich muss inzwischen auch eben über nachhaltigkeitsbezogene Aktivitäten, Daten im Unternehmen Auskunft geben können. Das fließt ein in die Bewertung ganz aktiv und heißt es, die Art und Weise, wie ich mich gegenüber Nachhaltigkeit aufstelle, hat ganz klar eine Auswirkung auf meinen Unternehmenswert. Und an der Stelle ist es natürlich einfach dann auch relativ schnell fühlbar. Und ich glaube tatsächlich, dass das so langsam durchsickert. Ich sehe das bei den Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, dass es da mit ein bisschen Unterschied, aber doch inzwischen sehr stark wahrgenommen wird. Ich glaube, es kommt jetzt langsam dann in die breitere Wirtschaft, weil natürlich dann auch die Fragen so langsam ankommen. Und ja, da wird sich, glaube ich, noch sehr, sehr viel entwickeln. Immer auch natürlich angelehnt daran, was jetzt die Politik dann nochmal genau in der Definition entscheidet. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen gesehen, Gas und Atomkraft sind jetzt dann aktuell mal dann doch eher nachhaltig. Da kann man sicherlich dann auch immer diskutieren, was die einzelne Ausprägung angeht. Ja, vielleicht auch nochmal Sie an Herr Breit. Ich denke, einige Unternehmen, die wissen, dass sie, ich sage es jetzt überspitzt, einige Leichen im Keller vielleicht auch noch haben, was ihr Unternehmenswert dann vielleicht am Ende des Tages mindern möchte, wenn sie da bestimmte Punkte noch haben. Ist das ein Thema für den Mittelstand auch oder ist der Mittelstand eigentlich bei dem Thema Taxonomie eher weniger betroffen? Also meine Sicht darauf wäre, also Herr Berg hat das ja gerade gesagt, natürlich ist das etwas, was auch also für Investoren relevant ist, ganz, ganz grob betrachtet und natürlich etwas, wo dann auch öffentlich gelistete Unternehmen erstmal von betroffen sind. Aber ich gebe den Hinweis, dass natürlich auch Familienunternehmen sich damit beschäftigen. Wir haben ja hier in diesem Kreis nicht nur AGs, sondern wir haben eben auch viele Familienunternehmen und ein Aspekt ist schon, dass auch Gesellschafter von Unternehmen danach fragen. Und ich würde interpretieren, dass alles, was aus Taxonomie herauskommt, zwei Positivwirkungen haben. Nämlich zum einen dazu beiträgt, einfach erstmal fürs Unternehmen das Baselining zu machen. Ne? Ich glaube, das ist ein starker Treiber, um zu sagen, wo stehen wir denn da überhaupt? Das zwingt einen dahin, sich diese Frage zu stellen. Und Taxonomie kann auch für Unternehmen, die in Eigenfinanzierung unterwegs sind, ja trotzdem einen Hinweis geben darauf, was jetzt eigentlich irgendwie gut ist und was nicht so gut ist. Das ist ja dann eine von außen kommende Beurteilung für Inhalte, die man ja nehmen kann, auch wenn man jetzt nicht mit einer Bank diskutieren muss oder jetzt mit Aktionären zu tun hat. So würde ich das sehen, wie treffgenau das nachher ist und ob einem einzelne Entscheidung bezogen auf, wie beurteile ich bestimmte Energieformen, ob einem die dann endlos weiterhelfen, ist eine andere Frage. Aber das ist ja auch nicht die alleinige Frage, mit der man absolut zu tun hat, finde ich. Nein, definitiv. Auf alle Fälle. Ich glaube, hier zum Abschluss für die Leute ist auch nochmal spannend, wenn wir vielleicht über konkrete Praxisbeispiele oder Themen, die wir vielleicht auch schon irgendwo sehen, nochmal sprechen. Dazu habe ich auch zum einen eine Umfrage, das wäre jetzt so die dritte Umfrage und dann ist auch die letzte Umfrage, da würde ich Sie tatsächlich nochmal einfach ganz offen fragen, haben Sie in Ihrem Unternehmen vielleicht bereits oder kennen Sie bereits konkrete Lösungen der Digitalisierung von Nachhaltigkeit, die vielleicht aber auch erst geplant sind, umgesetzt sind? Und würde tatsächlich mit Ihnen, Herr Berg, vielleicht da erstmal anfangen, nochmal auch in die Frage rein. Ja, kennen Sie Beispiele, die Sie jetzt konkret mit uns, vielleicht die Sie als Wuppertal-Institut auch schon umgesetzt haben, die Sie mit uns nochmal teilen wollen, wo Sie sagen, jawohl, das ist was ganz Konkretes, das ist vielleicht auch bei dem KMU und nicht nur bei einem Großunternehmen, wo Sie sagen, jawohl, das ist etwas, das könnte zum Beispiel schon für viele Unternehmen bei uns auch relevant sein. Ja, das Problem ist, dass natürlich die Unternehmensprojekte immer gerne geheim sind. aber vielleicht mal so ganz generell gesprochen. Also ich glaube, wir sehen zum einen tatsächlich einen großen Hebel, wenn es darum geht, sich in der Ressourceneffizienz schlau zu machen, wenn es um konkrete Materialeinsparung eingeht, weil dann auch relativ schnell klar ist, worum geht es hier eigentlich. Und das kann manchmal schon bei sehr, sehr einfachen Dingen liegen. Wir haben in einem Projekt vor ein paar Jahren mal zum Beispiel sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Menschen zusammenzubringen, die aus unterschiedlichen und in der Wertschöpfungskette miteinander arbeiten, aber eben nicht im Einkauf und Verkauf, sondern auf Ebene der Produktion.
Also eigentlich eine ganz niederschwellige Geschichte. Mhm. Aber es ist uns tatsächlich gelungen, nicht Ressourcen, sondern mehrere hundert Megawatt Strom einzusparen, weil einfach sozusagen über dieses Kaffeegespräch eine andere Ansteuerung von Öfen gelungen war. Also insofern erstmal was ganz Niederschwelliges. Dann kann man das natürlich beliebig weiter ausbauen. Also wo wir zum Beispiel im Moment viel unterwegs sind, ist der Kunststoffbereich. Und da geht es dann auch ganz konkret um Fragen von Geschäftsmodellen. Wie kann ich also beispielsweise in der Bevorratung oder im Umgang mit Kunststoffverpackungen effizienter oder kreislauffähiger werden? Und da steckt natürlich einiges drin, und zwar nicht nur jetzt in reinen Verpackungen, sondern zum Beispiel auch in Transportverpackungen, die oft eben auch kreislauffähiger sind als beispielsweise eine Lebensmittelverpackung direkt, die ja dann eben noch einen Foodgrade zum Beispiel erfüllen muss. Was sind andere Dinge? Wenn wir in die Digitalisierung gucken, dann geht es halt sehr, sehr viel um die Frage von Markierfähigkeit und Nachverfolgbarkeit. Also wie kann ich beispielsweise besser verstehen, wie ein Kreislauf überhaupt funktioniert? Wo sind meine Materialien? Wo sind meine Produkte? Wann kann ich die zurückerwarten? Was muss ich damit tun, wenn ich sie zurückbekomme? Ne, wir hatten das gerade gehört, nach 20 Jahren ist das was anderes als nach 2 Jahren. Vielleicht auch, wann will ich sie eigentlich zurückhaben? Will ich sie erst nach 20 Jahren zurückhaben oder vielleicht nach 2, 3 Jahren? Ganz spannend wird das, glaube ich, gerade für die Autobatterien. Ne, die jetzt im großen Maßstab kommen und wo man sich auch fragen muss, wann möchte ich die eigentlich haben? Als Automobilhersteller, wenn ich mal davon ausgehe, dass das Ganze beispielsweise skaliert. Vielleicht einfach ein paar abstraktere Beispiele. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage gerade live von dem Herrn Witte von der Firma Klaas. Aus meiner Sicht ist die Priorisierung der möglichen Ansätze noch herausfordernd. Was bringt wirtschaftliche Vorteile? Was ist politisch anerkannt? Beziehungsweise auch siloübergreifende Projekte mit entsprechenden Problemen an der Schnittstelle. Herr Breit, können Sie dazu ein bisschen was sagen? Ja, ich kann das vielleicht mal festmachen an unserem eigenen Erkenntnisprozess. Und ich bleibe mal gerade bei dem Thema CO2-Emissionen. Ne? Also natürlich kann man darauf gucken, was jetzt gerade politisch passiert und welche Diskussionen zu welchem Zeitpunkt gerade stattfindet. Allerdings muss man sagen, das ist natürlich für Unternehmensleitung, gerade wenn es auch um technische Prozesse geht, extrem schwer, da so einen Pfad zu finden, weil es in der Regel bei uns ja um sehr langweilige Dinge geht. Ne? Wir müssen heute Entscheidungen treffen und Weichenstellungen, die dann in 5 Jahren greifen oder sogar noch dahinter hinaus. Also ich kann Ihnen nur erzählen, ich habe in meinem Beispiel ja dieses Tortendiagramm zu den CO2-Emissionen gehabt. Und wir sind gestartet mit. Natürlich haben wir uns Scope 1 und 2 Emissionen angeguckt. Das ist ja in diesem Diagramm, wie Sie gesehen haben, die kleinere Tortenecke. Und wir waren erstmal ganz zufrieden und happy damit, dass wir das erfasst haben und eben auch berichten können. Und dann haben wir mal Simulationen gemacht darüber, was eben eine CO2-Bepreisung mit uns macht in Scope 1, 2, also 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Und da kommen dann Zahlen raus, die können einen schon lenken. Ja, aber, und das war so ein bisschen so ein Wachmacher, ist, was ist eigentlich, wenn über welchen Weg auch immer diese CO2-Bepreisung in die Scope 3 Inbound-Lieferkette reinkommt? Und das ist dann eine gesamtunternehmerische Entscheidung, wo Sie sagen müssen, will ich darauf warten, ob das kommt? Also jetzt mal wirklich unabhängig davon, wie ich das finde oder ob ich das jetzt gut oder richtig finde. Aber wenn man mal annimmt, das kommt rein, da muss man jetzt echt Weichenstellungen treffen, weil das sind dann auf einmal, also in unserer Welt sind das, sag mal, potenziell trägt sich dort eine Kostensituation rein, die hat, bei uns ist die zweistellig in den Millionenbeträgen. So, und wenn man das mal als Startpunkt nimmt, dann kann man sich überlegen, was bin ich bereit dafür zu tun? Oder was sind die Ansatzpunkte? Und deswegen habe ich dieses Beispiel mit dieser Cost-Abatement-Curve gezeigt, jetzt nicht von Miele, aber aus anderen Unternehmen, um zu sagen, wir müssen mal verstehen, wo die Hebel gerade sind und was wir dann da reinmachen. Und dann ist die Kunst für mich so ein bisschen zurückzugehen auf, wie finde ich denn da Ordnung? Und da finde ich das zum Beispiel so etwas wie ein Digitalmodell eines Produktes, wo ich weiß, was das für Produkte bedeutet, bis hin zu einem digitalen Typenschild, was ich reintrage in ein Produkt,
ist dann schon so ein bisschen die hohe Kunst. Ne? Ich finde, man muss diesen Startpunkt erstmal wählen und ich glaube auch, dass jeder den für sich wählen muss in der Frage, was ist eigentlich jetzt die relevante Einflugkurve, über die das kommt. Ja, absolut. Und deswegen bin ich sehr, also ist meine Kernargumentation, das jetzt gar nicht nur extrinsisch zu sehen und insbesondere nicht von nur Wahrnehmungsfragen herzuleiten, das nützt nämlich nichts. Wohlgemerkt, ich hatte das in meinem Vortrag drin, ich weiß das, ne, dass wir sagen, natürlich muss man darauf achten, aber eigentlich muss man in erster Linie auf die Hebelwirkung gucken. Das ist unsere Erfahrung. Ja, vielen Dank. Die Anfangserfahrung, ne, das klingt so, als wenn wir das seit 15 schon Jahren hier diskutieren, das stimmt nicht, das ist eine Anfangserfahrung. Ja, absolut. Das macht das Thema ja auch so spannend für alle. Ich habe noch mal ein bisschen auf die Umfrage geguckt. Also da hat sich jetzt ein sehr heterogenes Bild ergeben im Sinne von die Hälfte sagt ja, die Hälfte sagt nein, was schon an Beispielen da sind oder konkrete Lösungen. Das heißt, also da gibt es schon Erfahrungswerte bei dem einen oder anderen, aber da gibt es auch noch eine Menge zu tun. Ich habe auch noch eine Frage hier im Chat, vielleicht auch so nochmal zum Abschluss von dem Herrn Schweizer. Haben wir so die Möglichkeit, bei It'sOWell Bewertungssysteme zu vereinheitlichen oder auch Audit-Standards zu setzen? Spannendes Thema. Also wir haben ja momentan die Diskussion auch im Arbeitsausschuss, wo wir sagen, wir müssen auch erstmal das Management von Nachhaltigkeit verstehen und wie man sowas führt und reinbekommt. Das Thema Audits haben wir tatsächlich noch nicht in dem Maße diskutiert. Ich würde das, also die Möglichkeit haben wir. Ich weiß nicht, ob wir einen Standard setzen, der sich über alles hinweg durchsetzen könnte. Aber ich meine, wir wollen ja als Modellregion angehen. Deswegen sollten wir uns jetzt auch nicht verstecken, sondern auch erstmal machen, was wir brauchen und das festlegen. Also ich würde das mal als Anregung mitnehmen, Herr Schweizer, wenn das für Sie in Ordnung ist, weil ich glaube, so dass sofort ja, nein, das glaube ich, wäre zu verfrüht, sondern ich nehme das als Anregung mit. Dann haben wir noch zwei Fragen. Wie lässt sich der Return on Invest für Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte darstellen? Vielleicht an Sie nochmal, Herr Breit. Tipps, Erfahrungen oder ist alles erstmal eine Investition in die Zukunft? Im Sinne von, das müssen wir sowieso machen. Also wir betrachten das im Moment noch nicht so runtergelegt, dass wir jede einzelne Maßnahme mit ROI belegen. Jetzt nicht, sondern wir gehen da in der Breite in einen programmatischen Ansatz rein. Aber das, was ich jetzt gerade angedeutet habe, bezogen auf Scope 3 Emissionen inbound, wenn Sie die Größenordnung sich klar machen, die da drin ist, glaube ich, kann man auch zu ROI-Betrachtungen kommen. Ich glaube gleichzeitig, dass es sich wahrscheinlich in der Breite ROI-Betrachtung entzieht. Vielleicht nur kurz ein anderer Erfahrungswert. Jetzt ganz andere Ecke, Net Zero Production. Wir wissen das im Moment noch nicht, aber was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, wir bewegen jedes Jahr ein paar hundert Projekte, die man einordnen kann im Bereich Industrie 4.0, Digitalisierung und auch noch sehr viel, was im Bereich Lean Production liegt. Ne? Und was wir jetzt zum Beispiel gerade gemacht haben, ist, wir haben die Projektteams, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gezwungen, hinter jede Maßnahme reinzuschreiben, was sie glauben, was die CO2-Wirkung ist. Das bewegt was. Das heißt, ich habe dann irgendwann, also erstmal rennen die jetzt alle rum und versuchen das rauszufinden. Das erzeugt, dass wir uns mit dieser Bewertung beschäftigen. Und wir werden uns anschauen, was in Summe da zusammenkommt. Und ich stelle mir vor, dass wir in 3 Jahren da rauskommen. Wir haben 20 Millionen Euro Savings mit Effizienzmaßnahmen gehabt, aber wir haben gleichzeitig so und so viel CO2 gespart. Da sind wir noch nicht, aber wir haben das versucht, miteinander zu verknüpfen, und zwar auf so einer Mikroebene. Also gar nicht mit dem großen Ganzen, sondern auf so einer Mikroebene, eigentlich in dieser Phase noch, um zu lernen. Und nicht, um jetzt schon Unternehmensleitungen mit ROIs zu lenken. Kommt ja viel. Wahrscheinlich noch. Ich vermute, das wird dann noch irgendwann kommen, aber ich finde das erstmal sehr anschaulich auch geschildert. Wir sind tatsächlich mit einer halben Stunde schon rum. Ich möchte mich bei Ihnen beiden tatsächlich bedanken, dass Sie hier Rede und Antwort gestellt haben. Wir haben noch ein, zwei Fragen, die ich gesehen habe, die noch gekommen sind. Die werden wir im Nachgang noch beantworten. Also da kann sich jeder sicher sein, dass wir die Fragen noch beantworten. Da geht jetzt nichts verloren. Aber wir wollen auch so einigermaßen im Zeitplan bleiben und wir haben noch eine zweite spannende Runde gleich. Aber an der Stelle erstmal nochmal vielen Dank, Herr Breit, vielen Dank, Herr Berg. Denken Sie sich den Applaus, den wir normalerweise hätten, wenn wir persönlich treffen würden, in unserem Kreis, in so einem Workshop wären. Ich möchte mich auch jetzt schon bei den Teilnehmern der ersten Runde bedanken. Ich habe mir das tatsächlich
nicht so gut vorgestellt, dass es so gut funktioniert, auch dann mit der Einbindung, mit den Fragen. Also vielen Dank, dass das alles so gut klappt. Auch wenn ich natürlich, wir alle uns das am liebsten wieder natürlich dann hoffentlich bald auch wieder treffen würden.